Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann, heute mit dem Leo. Hi, na. Der Thomas ist wieder dabei. Moin. Der Totti. Servus. Und der Boxresch. Guten Tag. So, man muss natürlich jetzt den wahnsinnigen Kontostand hier rechts oben mal erklären. Leo, willst du dazu was sagen? Ja, wir haben heute am Montag ist die Aufnahme gewesen, ja. Livestream gemacht. Ab 18 Uhr bis Open End, also ungefähr so 8:30 Uhr. Achso, und haben hauptsächlich Forst gemacht, ich und Totti. Also 2,5 Stunden so ungefähr, ne? Ja, ungefähr. Okay. Ja. Okay. Dadurch ist halt der große Kontostand zusammengekommen. Es läuft auf alle Fälle. Der Livestream ist, wurde gestreamt auf Twitch diesmal. BurningGamers.de, alles zusammen, alles klein, alles, ne? Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung, wenn ihr nichts verpassen wollt. Einfach mal diesen Twitch-Kanal followen. Guck mal gerade Totti bei der Arbeit zu. So, wir haben natürlich einiges vor mit dem Geld. Das trifft sich natürlich optimal. Baumfeld, sagt er. Okay, Thomas, wir gehen mal ganz kurz im Hof. Ja. Dann können wir nämlich eine Arbeitsanteilung machen. So, der MB-Tag steht hier. Gut. Thomas und Boxresch, wenn ihr möchtet, könnt ihr auf der 4 weiterhäckseln. Ja. Können wir das so machen? Okay, das ist gut. Jo. Versuch das mal. Das ist eine gute Idee. Ihr macht euch selber aus, wer was fährt, ne? Jo. Ich traue euch das zu. Ich fahre den Klaas. Ne? Läuft jo. Doch. Gut. Thomas, du kannst schon mal losfahren, weil nicht, dass es wieder ein bisschen laggy oder sonstiges wird hier. Jo. Machen wir. Wir haben einen neuen Mod mit reingenommen, muss ich auch zeigen. Das Förderband. Das Förderband kann ich eigentlich gleich kaufen, oder? Spricht irgendwas gegen? Nö. Nein. So, 7500, das wird gekauft. Und dann werden wir das gute Ding gleich zurücksetzen. Zurücksetzen. So, da haben wir das gute Förderband. Das werde ich jetzt gleich platzieren am, Silageberg, möchte ich fast sagen. So, mit unserem MB-Tag hier. Wunderschön. Der Leo ist dabei, unseren Drescher zu verkaufen, weil wir uns einen größeren neuen Drescher kaufen. Den Klaas-Drescher sind nämlich. Und ja, weil einfach das, wir haben halt schon eigentlich ganz gut Maschinenpark aufgerüstet, aber eben der Drescher, da war noch so ein Manko. Deswegen, wird er jetzt getauscht. Boxresch? Ja. Wie sieht denn das aus? Wir haben doch in der letzten Folge gefragt, mit Grubbern, ja, nein, Direktzahl, ja, nein. Also die Mehrheit war dafür, dass wir keinen Grubber verwenden, also dass wir Direktsaat machen und... Okay. Wohl die zweite Sämaschine nehmen, muss ich selber mal schauen, was das für eine war. Das heißt, wir könnten den Gruber, der hier am Hof steht, auch verkaufen. Oder? Ich denke schon, das ist ja nur... Kein Gruber. Ja. Eben, weil das heißt, der kleine Blaue kann auch weg, das muss ich dann auch bei Gelegenheit mal machen. Aber das ist eben das Förderband vorrangig. Und dann werden wir mal gucken, dass wir in den Wald gehen und den Totti ein bisschen unterstützen. Der da wohl hoffentlich fleißig mit der Kettensäge am Werk ist. Das ist er, absolut. Sehr gut. Weil ich hab da euch in die Kommentare geschrieben, dass ich mal ein bisschen den Forst weitermachen soll. Oder dass das gerne geguckt wird. Besser beschrieben. Und das machen wir natürlich. Würde es natürlich jetzt nicht 5-6 Folgen nur im Forst sein, aber so ab und zu kann man das natürlich gerne machen. So, Band ist angeschalten, denn... Den MB-Tag nehme ich jetzt wieder weg, weil den brauchen wir ja nicht. Okay. Totti, ist Gerätschaft unten oder muss ich irgendwas mitbringen? Nein, es ist alles da. Sehr gut. Lass mal ganz kurz gucken. Der Leo ist jetzt beim Händler angekommen, glaube ich. Okay. Wir gucken dann gleich. Verkaufst du den direkt? Jo. Weil ich möchte natürlich den neuen Klaas-Drescher dann schon präsentieren oder vorführen. Du kannst ihn ja jetzt schon kaufen. Ich kaufe ihn jetzt mal. Darf ich davor speichern? Boxfresh, wie schnell? Weiß ich nicht, was das Ding hier so drauf hat. Mal schauen. So, ich kaufe jetzt den Drescher. 20. Okay. So, wir hatten, ganz kurz Boxe. Wir hatten besprochen den Klaas Lexion 580, weil der eben eigentlich leicht ausreichend ist für unsere Tätigkeiten hier. Dann brauchen wir natürlich noch ein Schneidwerk. Da werden wir da direkt das große nehmen. Direkt auf 10,50 Meter gehen, damit da auch ordentlich was weggebissen wird. Und natürlich brauchen wir dann noch einen Schneidwerkswagen. So.
Natürlich, also alles schön aufgestapelt hier, ne? Und wir haben immer noch stolze 98.000, also das passt ja nicht. Ich werde jetzt gleich, bevor ich es vergesse, den Gruber noch verkaufen. Zack, verkaufen, weg, das war's. Ich glaube, ich hatte das falsch verstanden. Nicht die zweite Seemaschine, also sondern also eine zweite kaufen. Eine zweite also kaufen, ja. Also die, was wir schon haben, eigentlich nochmal, ne? Ja, ich glaube schon, weil ich habe mir nochmal gerade angeguckt, die zweite wäre nämlich so eine Federstedt-Tempo F8, also... Nee, ich glaube, wir nehmen die, die wir haben, weil da können wir erstens das eigens produzierte Saatgut reinnehmen. Und das ist eine Direktsaat, die sieht dann nicht geil aus. Gott. So, Leo, ich bin zu... Ja, ich gehe jetzt mal zu Totti. Totti, wie kann ich dich hier unterstützen? Wie kann ich dir helfen? Ja, du kannst ja mal anfangen, das, was ich hier so zusammenschneide, mal auf den Hänger zu schaffen. Zu verladen, okay, das kann ich gerne machen. Ich werde aber jetzt den Case benutzen, weil Fendt haben wir schon sehr, sehr oft gesehen und Case sind es nicht so häufig. Soll ich mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann hier? Ja, bestimmt wäre eine. Bestimmt, ne? Also, das wäre ja wohl gelacht hier. Leo, du dreschst noch ein bisschen weiter, sagst du? Ja, ich versuch's mal. Du versuchst mal, okay. Das ist die richtige Einstellung. So, wie habt denn ihr das gemacht? Hast du sie passend abgeschnitten schon, Totti? 11,50 Meter. Und der Hänger kann laden? Ja, so 12. Oh ja, okay. Also ungefähr. Also mit 11,50 habe ich im Livestream mit dem Leo gute Erfahrungen gemacht. Okay. Nee, es passt ja auf alle Fälle. Aber macht das, ohne Witz, macht das den Spaß, so mehrere Stunden hier am Forst ununterbrochen? Ja. Schon, ne? Wir haben uns ein bisschen abgewechselt. Mal habe ich gefällt, mal hat der Leo gefällt. Okay. Er ist mal abgefahren, ich bin mal abgefahren. Und warum seid ihr jetzt... eigentlich... Okay. Warum seid ihr jetzt auf dieses Stück hier gewechselt? Wir waren ja vorher an einer anderen Stelle, glaube ich, oder? So, müssen wir warten jetzt, bis der Leo kommt. Jo. Leo, willst du? Nee, mach du. Ich bin... Ja, wir waren zuerst gegenüber, also östlich von hier auf dem Stück. Da war es aber so verdammt hügelig und haben uns ausgemalt, na, wir könnten ja nach hier gehen, da ist es total flach. Ja. Sind natürlich mit der Annahme ziemlich auf die Nase gefallen, aber ich habe dann angefangen, die so hochkant zum Berg hier hinfallen zu lassen, die Bäume, da kommt man recht gut zurecht damit. Okay, ja, okay. Das ergibt Sinn. Haben wir das Schneidwerkswagen hier so in der Mitte? Mit unserem super geilen MB-Truck? Hallo? Nichts gegen den MB-Truck, ne? Weil für kleine Arbeiten vor allem so Schneidwerkswagen zieht und sowas, ne? Ist der optimal geeignet. Ja, das werden wir jetzt gleich mal sehen, ob er genug. Ja, natürlich. Also das, wenn er das nicht mal kann, dann kann er gleich weg, aber das. Warte, ich muss einmal. Bin ich mir fast drain. 100% sicher. Ich glaube, das. Oder ist richtig? Nee, ne? Nee. Drain. Drain. Oh, das war falsch. Dafür ist er echt nicht schlecht. Also, ne? Ja, eben. Ja. Passt. Noch ist das Schneidwerk nicht drauf. So, das kann ich nämlich auch damit, glaube ich. Bitte? Vom Aussehen her, meine ich. Ach so, ja. Nee, vor allem, weil er ja klein und wendig ist. Ja. Ist er nicht optimal mit diesem langen Schneidwerk. Wenn er das. Der Schneidwerkswagen ist nicht so dabei, ne? Nee, das ist aber der Originale, was dabei war. Ich kann höchstens gucken. Du musst den richtig drauf irgendwie tun, dass ich den dann befestigen kann, das Schneidwerk. Wenn der nicht automatisch attached, das weiß ich nicht. Such mal, das ist jetzt die andere Möglichkeit, ne? Ankuppeln. Zack! Geht, ist fest. Dann düst mal los. Wohin? Achso, ja. Ja, wohin düst ihr denn? Wette, du bist bestimmt sogar schneller. Nee, das wäre echt traurig. Was denn? Wenn der Drescher schneller wäre, als wie der Trecker? Ja. Das stimmt allerdings. Lieber Herr Boxfisch, wo fahren Sie lang? Wir fahren zu Feld 4. Wir treffen uns da. Er fährt außenrum, sag mal. Ich dachte, ich fahre mal durch den Forst. Er fährt mal eine Runde, sagt er, okay. Er ist ein Insider, den versteht nicht jeder. Achso. Okay, also das mit der Gabel funktioniert eigentlich erstaunlich gut. Ich weiß nicht. Ich bin auch positiv erstaunt gewesen. Totti, läuft? Bei dem Case? Ja. Kommt noch ein Stückchen höher. Das stimmt, ja. Da läuft das echt gut. Ich hätte ja auch geplant, wenn das in eurem Interesse ist, dass wir demnächst einen Teleskoplader kaufen. Weil natürlich einige Arbeiten dann ausgeführt werden können mit dem Teleskoplader, wie die ganzen Sachen befüllen am Hof.
künftig für die Tiere das Futter nachfüllen und das ganze Zeug. Auf jeden Fall. Ja. Genau. So. Wir wollten ja noch, ich wollte noch ein Thema ansprechen. Das ist der Frontlader für den John Deere. Da haben wir noch keinen passenden gekauft, ne? Oh, okay. Und das hat sich ein Zuschauer gewünscht, dass wir ja mal einen passenden dazu kaufen, zu dem John Deere, damit das ja besser aussieht und ja, hat irgendwas halt, ne? Ja, können wir. Was kostet sowas? Ich meine, es kostet ja nicht, keine Ahnung. Okay. Strauß. Strauß haben wir heute nicht mehr im Angebot, Moment. Frontlader. Ich habe hier einen Fendt-Frontlader, einen Case, einen Deutz, noch ein Fendt und einen John Deere. Soll ich den John Deere kaufen? Ja, Frontlader ist, ne? Ja, brauchen wir den Frontlader unbedingt jetzt für den John Deere? Ich glaube, für den Frontlader brauchen wir nicht zwingend. Deswegen war eigentlich der Grund, warum wir den nicht gekauft haben. Ich meine überhaupt generell, weil wenn du jetzt den Teleskoplader holst. Genau. Und wir haben ja schon zwei Trecker, die sehr, sehr stark sind. Vom Frontlader her und der John Deere ist aber, glaube ich, einfach zu schwach für den Frontlader. Für die Arbeiten, die wir benötigen würden. Ja. So, Totti, das sieht professionell aus, ich weiß. Das sieht zumindest besser aus, als das, was ich im Livestream versucht habe. So, dann habe ich mir noch was aufgeschrieben. Haben wir irgendwie einen Fendt 311 oder 930 drin? Zufällig? 930, Moment, lass mal gucken. Wir haben einen, 716, 818, 820, 9, ja, was hat er gesagt, 9? 311er und 930er. 930er hätten wir da, ja. Okay. Ja, auch schätze ich in der Modliste, findet ihr den. Den findet ihr in der Modliste, das ist so. Okay. Der ist von Forbidden Mods, wenn er nicht in der Modsliste steht. Also einfach mal unter den voreigenen Mods, nicht unter den normalen Download-Mods, sondern unter den voreigenen. So, Totti. Yeah. Was ist denn das Gestrüpp hier? Kann man das nicht wegmachen? Nee, leider nein. Okay. Das hat das Kollision? Nee, ne? Ja, hat es. Ach du Schande. Ja, das ist total ätzend. Ich habe auch beim Fällen nicht drauf geachtet. Nee, ist ja egal. Wir können ja von der anderen Seite dann rein. Oder ran. Ran, rein. Mir egal wie. Buchse mag mich nicht. Ja? So, jetzt. Ich kenne das. Na, wer mag sich schon? Diese ständige Ignoranz. So. Franz. Oh, hier sind noch ein paar Blätter dran, sagt Leo. Oh. Wenn der jetzt sich gleich festfährt wegen dir. Kann ich das wegmachen? Ja. Ja. Zu weit oben. Oh. Bitte vorfahren, liebe Boxe. Achso, ich dachte, du könntest ja Rückwärtsgang einlegen. Oder könntest du auch lassen. Er muss einfach nur ein Stück vorwärts fahren. Ja, ich weiß schon. Diese ständige Ignoranz ist immer, wer andere die Schuld ist, ne? Ja. Wem sagst du das? So, lass mal rüberfahren, Thomas. Ja. Lass uns mal den Leo verfolgen. Schafft ihr das mit dem Häcksler, mit dem Drescher? Ja. Kann ich mir das ganz kurz angucken bei euch? Klar. Moment, gib mir noch eine Minute. Leo ist zwar noch nicht angefangen, aber kannst mal vorbeischauen. Ich müsste irgendwie, ja mein Fahrzeug freimachen, damit ich da reinhüpfen kann. Jo. Ah, hier bin ich eigentlich schon richtig, oder? Ah ja, da haben wir hier Thomas. Thomas fährt mit dem Klaas, sagt er. Oh, ja. Leo, das sieht aber gut aus. Bist du zufrieden? Ja. Man kann auch die volle Breite nehmen. Wir haben das ganze Schneidwerk bezahlt, also. Oh, ich lässt ja wieder am Boss raushängen. Ne? Hm? Weißt du, was man da macht? Ach so, du hast es so gemacht. Aha. Na gut. Wow. Ich hätte mehr Gas gegeben. Nein. Nein. Das gibt nur Ärger. Dir, das läuft, oder? Bei euch? Ja. Mehr oder weniger, wie ich sehe. Super. Lauf nicht so durch die Ernte, machst nur die Ernte kaputt. Nee. Ich bin ein Fliegengewicht, also. Leo, was willst du von mir? Ich bin wieder weg, ohne Witz. Totti, ich bleib bei dir. Hummel ist das. Die mögen mich alle nicht. Kannst du mir an den Baum nochmal kurz die Säge dran halten, wo du gerade schon da bist? Natürlich. Wir lassen auch nochmal selbstverständlich Grüße da. Also, diesmal nur eine Person. Nämlich an Moritz Schumann. Schumann, okay.
Ja, schöne Grüße. Ja. Können wir noch einen nebenbei grüßen? Natürlich können wir das. Heraus. Also, Sebastian. An Robert Singer. Jo, kein Problem. Schöne Grüße. Lässt sich alles einrichten. Totti haut den Hänger aber hier hin und her, ohne Witz. Ja, es ist mal ein wenig unsicher. Ich den jetzt einfach da hochschieben, Werner? Wenn du gut bist, ja. Dann nicht. Lass es sein. So, So, ja, wir sind aber schon wieder über der Zeit. Es ist leider. Aber wir gucken uns das noch an, wie der Totti das meistert. So, Totti, du bist im Vollbild. Okay. Müssen wir Trommelwirbel machen? Moment. Ja, noch ein Stück. Noch Leo, ein Stück. Wie schnell fährst du? Ich sag Stopp, okay. 10 km/h. Weiter. Okay. Noch ein Stück. Kann nicht. Warum willst nicht? Du dich ein wenig verfolgt, Leo? Ich kann nicht. Nee, lass gut sein, bevor das ganze Ding in die Luft fliegt. So. Aber, Jetzt. Ja, okay. Ja, passt, Totti, passt. Nee, ist okay. So. Ja, ist doch okay, bleib mal geschmeidig. Und Witz weckt eher einen Hupen im Wald, ey. Ja, gut, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Wäre sehr, sehr nett. Und ich hoffe, wir sehen uns morgen, alter Frische, wieder um 12 Uhr zu einem neuen Video. Hofbergmann, macht's gut, bis morgen. Ciao. Ciao. Ciao.